Also, willkommen zu meinem Talk Ransomware. Ach, das ist noch gar nicht gemacht. Fangen wir einfach mal mit dem Begriff Ransomware. Ransom ist Englisch für Lösegeld. Wer ist halt dieser Begriff für Hardware, Software und so weiter. Und es geht darum, dass diese Schadsoftware die Leute erpresst und Lösegeld verlangt. Das ist ja auch der Begriff Ransomware. Meine Geschichte davon, es fängt schon sehr früh an, sogar vor meiner Geburt, 1989. Gab es die erste Ransomware sozusagen, der Enterprise-Disk wurde auf Disketten verteilt und dann hat er einige 100 Dollar Lösegeld verlangt und wurde gefunden und verhaftet. Das wurde im Rahmen einer AIDS-Konferenz verteilt von der Presse. Das war der erste Angriff ohne Internet, Ransomware-mäßig. Der erste Internet-Ransomware-ähnlicher Malware war der Troy-Pitch-Bicoder, der verlangte Amerika Dollar Lösegeld und wurde über das Internet verbreitet. Wichtig ist natürlich die Gegenwart aktuell, was da so passiert. Einerseits sind es viele Infektionen, also es betrifft sowohl Privatanwender als auch Firmen, also große Firmen. Es ist quer durch die Bank, wer da infiziert wird mit Ransomware. Also wie schon gesagt, sind auch zunehmend Firmen betroffen, sowohl kleine Unternehmen, große Unternehmen, das ist auf Unis ein Problem, also man hört immer wieder in Nachrichten, dass irgendwo Ransomware eingeschlagen hat und die Firmen halt dann alle in Panik laufen, weil sie keine Backups machen zum Beispiel und dann auch das Lösegeld zahlen. Wenn wir das Lösegeld Thema dabei sind, also ungefähr ein Viertel der Firmen zahlen das Lösegeld, wobei ich auch vermute, dass die Kunden nicht verwaltbar ist. Da ist natürlich auch eine Quelle angegeben, wo das war ich ein bisschen älter, aber das Ding ist halt, dass schon ein Großteil der Leute dafür zahlen, dass ihr Daten wieder entschlüsselt werden. Es gibt wirklich viele verschiedene Ransomware-Typen und Arten. Das ist eine kleine Auflistung, eine Auswahl. Also Locky ist bekannt, Tesla Crypt, CryptoVault, Petya, Server, CDB Locker und ganz viele andere Arten von Crypto-Verarmung. Da ist so aufgeschlüsselt, das Rote sind aktuell keine Krypte vorhanden. Also die Krypte sind Tools, wo man Dateien entschlüsseln kann, wo Leute diesen Angriff geknackt haben, wie das verschlüsselt wurde. Und damit kann man halt dann verschlüsselte Files wieder entschlüsseln und gar keine Lösung dafür. Das haben nette Leute gemacht, stellen das kostenlos zur Verfügung und dann kann man die Daten wieder entschlüsseln, wenn man attackiert wird von Ransomware und das Geld nicht zahlen kann und will und auch keine Backups vielleicht. Ransomware in der Realität, das ist etwas älter, das ist letztes Jahr in einem Krankenhaus in den USA, haben sich Ransomware eingefangen gehabt. Und sie haben das Lösegeld gezahlt in Höhe von 40 Bitcoins, das ist ungefähr 15.000 Euro. Das heißt, wir haben 15.000 Euro geblecht, um diese Daten wieder bekommen. Ich glaube, das wäre gut in der Backup-Software investiert gewesen, aber haben es noch nicht gehabt. Es sind vorher bezahlt worden, dass wir Daten wieder bekommen. Dann etwas aktueller Ransomware, was so am Markt ist. Popcorn-Time ist ganz amüsant. Die gehen her und verschlüsseln deinen Computer und du hast die Wahl, jetzt halt entweder das Lösegeld. Oder du tust zwei weitere Freunde oder Bekannte infizieren und die zahlen dein Lösegeld und du bist deine Daten wieder entschlüsselt. Das heißt, etwas Schneeball-Effekt-mäßiges, wenn da alle ihre Daten weitergeben zum Verschlüsseln. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber es ist ein interessanter Ansatz, dass man da weiter an Leute nicht zahlen. Was ist denn Beispiel der Zahl-V1? Du musst ja zahlen, sonst geht es ja nicht. Will ich auch machen, aber du musst das Geld zahlen. Die sind schon schlauer, also die wollen ja, dass du das Geld zahlst. Die haben schon dabei überlegt. Auch aktuell ist GoldenEye. Es gab schon früher Attacken, wo mittels Social Engineering, dass man Leute halt versucht, das anzudrehen. Und bei GoldenEye war es so, dass sie personalisierte Bewerbungen geschrieben haben an Unternehmen für die Stelle. Also nicht nur, ich bin Stapler von der Klaus und bewerbe mich für diesen Job, weil super leibend hier meine Anhang, sondern ich bewerbe mich für diesen Job als jeder Stellenbeschreibung und hier meine Bewerbung. Und damit sind noch viele reingefallen in der Personalabteilung, die da Dinge angesehen haben, weil sie sind okay, da ist ein Jobangebot reingekommen von einer Person, die sich interessiert und das ist für die Stelle auch personalisiert, schaut legit aus, mache ich auf und sind dann drauf eingefallen und wird dann alles verschlüsselt. Also es geht auch immer mehr zu personalisierten Angriffen auf den Ransomware. Dann ist auch wichtig, mal zu wissen, wie infiziert man sich mit dem Spaß. Es gibt da einige Arten, wie
viele Leute das schaffen. So, ein Beispiel ist das hier. Das ist so der Vorgänger von GoldenEye, das waren so generische Bewerbungen. Also nicht auf die Stelle eingegangen, sondern so, hallo, ich möchte gerne bewerben und hier runterladen, ohne jetzt auf die Stelle einzugehen. Das war so ein Klassiker und er meinte so, ja, die Bewerbung ist etwas groß, ich habe die auf Dropbox hochgeladen. Das ist sehr legitim, was für mich persönlich. Und in diesem Dropbox-Link war halt ein File, das halt irgendwie verseucht war. Wahrscheinlich war es ein Word-Dokument mit Makros. Ich denke auf Red Web, was das genau ist. Und meistens ist es ein Word-Dokument mit Makros. Also wer schon dabei bin, Office, Word-Makros sind schon ein Einfallstor für Ransomware und allgemein Schadensoftware. Sie machen es super gefickelt, weil ich habe da zwei Beispiele davon. Einmal der hier. Also, sie schicken mir so Dokumente mit, ja, alles gibberisch und kann ich nicht lesen, aber mach mir den Markus an und dann könnt ihr das Zeug entschlüsselt werden und kann nur angezeigt werden. Und dann denke ich mir, okay, mein Wörter kaputt, ich mache den Markus an und dann ist es aus, weil dann wird die Hintergrund auf JavaScript ausgeführt, Ransomware runtergeladen und ausgeführt und dann wird alles verschlüsselt. Das ist doch irgendwie nur vielleicht fishy, aber das nächste, was kommt, das ist noch besser gemacht in Word. Und zwar der hier. Man macht einfach einen Blur über den Text drauf und sagt so, ja, wegen Security Reasons ist es geblurrt und macht mal die Makros an, weil damit sie dann schlüssel wird. Das schaut schon etwas besser aus für mich persönlich, dass man da wegen Security Reasons beim Makro anmachen muss, damit es wieder anzeigbar ist. Ja? Hat es halt erst kürzlich einen Bug gegeben von Word, von Captain Word aus, dass man schon Code auswählen kann, ohne dass man es akzeptiert hat. Ja, es gibt natürlich in Software Zero Days, also man kann nicht drücken, die ausgenutzt werden können, und das trifft für jede Software zu, oder für alle, fast alle Software zu, dass man das geben kann, an Bug. Kann auch ausgenutzt werden für Ransomware zum Beispiel, aber das ist jetzt nicht ganz Scope von dem Thema hier, aber ja, wenn in Software Sicherheitslücken drin sind, die ausgenutzt werden können, kann man die auch nutzen, um ein Ransomware auszuführen, ganz klar. Aber grundsätzlich werden halt Bugs verwendet oder solche Sachen. Ich kann es mal herzeigen von dem GoldenEye, das Ding, dieses File, das verwendet wird. Ich habe es zum Laufen bekommen, ich kriege eine Fehlermeldung. Auch im normalen Office, ich habe es im LibreOffice versucht und ich glaube, das File ist nicht kaputt. Aber es kann sein, dass es im LibreOffice auch funktioniert. Ich habe es getestet, versucht zu testen, aber es ging in beiden Versionen nicht. Ich müsste ein anderes File suchen, wo es in einer funktioniert. Hat mich auch interessiert. Dann PDFs. Einer, die Sicherheitslücken im PDF-Format und oft ja dann diese unbekannten Zero-Days ausnutzt, zum Beispiel im Adobe Reader. Das ist halt eine Möglichkeit, wie auch im PDF-File-Format. Da gibt es auch interessante Talks am Chaos Communication Congress zu dem Thema. Also PDFs sind auch nicht ganz so sicher wie andere Dokumente. Textfile ist das Beste. Kann ich passieren. Aber oft ist es keine Werbung als Textfile, sondern als PDF oder als Word. Dann ganz, ganz böse Adobe Flash Player. Ist einmal für Sicherheitslücken quer durch die Bank bekannt, da wird irgendwie jedes Mal in der Woche wieder was gepatcht. 10 Patches die Woche oder so. Also ist schon irgendwie tot erklärt worden von Adobe selber, aber die ganze Zeit muss ich mit die ganzen Flash Games spielen gehen, weil es funktioniert. Also ich will halt immer das Ding nicht mehr zu verwenden, weil es halt so viele Lücken hat und sehr funktioniert, um Schadsoftware auf den Rechner zu kriegen. Auch interessant als Angriffsvektor ist Java Drive-By-Attacks. Wenn man im Browser Java aktiviert hat und automatisch aktiviert ist, wenn er auf eine Seite kommt, die manipuliert ist, dann kann ich nur noch Java ausführen und den Hintergrund alles runterladen und ausführen, obwohl er es mitbekommt. Normalerweise bei neuen Browsern das Java sich deaktiviert oder auch nicht aktivierbar. Das heißt, im neuen Browser hast du oft das Problem nicht, aber wenn du ein älteres Ding benutzt, das ihn in dem Java aktiviert hat, dann kann es sein, dass Hintergrund dann alles ausgeführt wird und du nichts davon mitbekommst. Also ein bisschen möglicher Attack Vector, Java Drive also. Zur Veranschaulichung, was passiert genau? Es gibt halt verschiedene Methoden, wie das Ding agiert. Es werden auch verschiedene Datentypen verschlüsselt, das hängt von der Ransomware ab, was die Bilder verschlüsselt, ob die jetzt nur Bilder nimmt, Dokumente oder gleich alles, das hängt von der Ransomware ab. Der Klassiker hat jetzt Pressungsmeldung, mit ich möchte die Bitcoins von dir oder Geld. Optional wird auch gerne für einen Countdown, weil ja, wenn man Leute unter Druck setzt, dann zahlen die auch eher. Wenn in 24 Stunden meine Files gelöscht werden, dann zahle ich auch gleich einmal, weil ich mit den Files behalten.
darum halt auch die Löschung von Daten wird angedroht, wenn man nicht zahlt. Das heißt, dass die Leute halt mit Kaufen von Löschung von Daten halt noch dazu eher gezwungen werden, Geld zu zahlen. Und es ist auch möglich, dass man eine Quest hat, dass man die Daten dann irgendwie auf den Server schickt und dann auf den Lager und sagt, ja, hier, ich werde diese Daten veröffentlichen, weil irgendwie, das heißt, private Fotos oder Dokumente, das heißt, es ist auch möglich, dass man erpresst werden könnte von der Schadsoftware. So ein bisschen zum Technischen dahinter. Also, es gibt normal werden Sachen symmetrisch verschlüsselt, das heißt, man hat eine Schlüssel zum Entschlüsseln und Verschlüsseln. Und dieser Schlüssel wird im Endeffekt mit einem RSA Public Key versehen. Das kann man sich vorstellen, als würde man diesen IS-Schlüssel ein Vorhängeschloss hinhängen. Und der Schlüssel dazu wird auf einen Server gelagert und wenn man halt da zahlt, dann kriegt man diesen Schlüssel fürs Vorhängeschloss und kann man die Datei mit dem Schlüssel. Es gibt wieder ganz gut erklärt im Internet, wie das funktioniert, weil es etwas unklar ist. Also wir hatten im Endeffekt zwei Schlüssel normalerweise, die man verwendet zum Schlüssel. Aber es sind noch andere Arten möglich. Also Petya, GoldenEye, verwendet eine andere Methode und zwar sie bootet das System neu und verschlüsselt die File System Table vom Betriebssystem von Windows. Das heißt, in der File System Table werden alle Infos gespeichert, wo meine Dateien im File System liegen. Also welchen Platz ist mein Bild, welchen Platz sind meine MP3s. Und wenn die Info verschlüsselt ist, dann weiß ich, wo die Dateien in meinem File System liegen und du kannst nicht mehr einfach finden. Es gibt diese Photo Recovery Tools zum Beispiel, die dann über die ganze Festplatte laufen und das dann diese rausfischen können, die Files. Aber ansonsten sind die halt irgendwo im System verstreut und nicht mehr einfach so auf die neuen Files. Und du dann auch den Master Recorder Record ändern. Aber ich zeige dir noch später her. Die ist auch relativ effektiv, weil die das relativ schnell macht und nicht alle Files verschlüsseln muss, sondern nur ein File ändert und das war's. Das ist relativ effektiv. Dann weiß ich nicht, wie man sich davor schützt. Ja, Backups sind eine gute Idee. Außer man meint so, ja, ich brauche keine Backups. Man kann ja dann halt den Daten verlieren. Es gibt verschiedene Arten von Backups, die jetzt darauf näher eingehen. Man Einzeldateien backupen, man kann ein Image machen vom ganzen Betriebssystem mit den Files, man kann inkrementelle Backups machen, es gibt eine Windows-Schattenkopie. Remote Backups am File-Server, differenzielle Backups, such dir was aus. Das ist echt viel Auswahl. Gibt es nur, also, ja, gibt es nur geschützt, dass die Backups dann auch nicht encrypted werden? Weil wenn ich jetzt sage, mein einfachsten Fall, da ist eine Festplatte, was die irgendwie gemacht ist, dann verschlüsselt man das ja nicht. Dann sage ich selbst schon kein Mitglied. Ich sage nur. Ich meine, der weakest Link ist ja der Mensch selber. Und wenn du deine Festplatte angehängt lässt, kann es halt passieren, dass du auch verschieden wirst. Wie schon gesagt, selbst schon kein Mitglied. Ich sage es dir heute gerne. Die Frage war, welche von diesen Systemen hier. Aufgesteckte Festplatten. Das Ding ist halt allgemein, ja, abgesteckte Festplatte, irgendein Ding, das Computer entfernt ist und nicht am Computer hängt, ist sicher, dass es nicht angehängt ist. Das ist eigentlich simpel zu sagen, wenn das Ding nicht am Computer angehängt ist und nicht verbunden ist zum Computer, wie bei einem Remote-File-Server. Das ist das. Ja, aber das ist die Sicherheit, die ich garantieren kann, dass nichts passieren kann. Ich weiß nicht, wie du auf was hinaus willst, wenn ich das Ding nicht physisch oder Beispiel. Ist es ein eigenes File? Es ist vom Windows-System ein eigenes File, ja, das wird automatisch angelegt. Nur das Ding ist halt, die sind eh schon verschoben worden, die löschen das, die Ransomware, die File. Das heißt, die Windows-Schattenkopie ist halt vorhanden, aber es ist nicht wirklich ein sicheres Backup, wenn du auf das raus willst. Also, das ist eines der Sachen, die halt nicht so sicher sind, die Windows-Schattenkopie, weil die wird oft gelöscht von einer Schattenkopie. Aber allgemein gilt, wenn das Ding vom Computer weg ist oder nicht connected ist, dann hast du deine Files sicher weg. Das ist so die Grundannahme. Was zu beachten ist natürlich, man soll irgendwo die Software-Lizenzen irgendwo zwischenlagern, am besten ein eigenes Team oder so, wo du hast, gemeinsam. User-Profile von Programmen irgendwo finden.
Firefox, Thunderbird, Outlook, whatever, sind auf den versteckten Ordnern von unter Windows, die man halt irgendwo finden muss. Passwörter sollten auch irgendwo separat verstaut werden oder so ein Passwortmanager verwenden, wo man das Passwort-File irgendwo abspeichert. Und wenn man zum Beispiel Passwortmanager im Firefox verwendet, sollte man ein Passwort anlegen, weil wenn jemand das Backup hergibt und das ein Plaintext da ist, kann man die Passwörter dann auslesen von Firefox, wenn man sich mit Passwort gesichert hat. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Kopien beraten lokaler Rechner sind nicht sicher. Das heißt, wenn du das immer auf deinem C-Drive abspeicherst, eine Kopie davon ist nicht sicher, weil die Ransomware darauf zugreifen. Auch nicht auf anderen Partitionen derselben Festplatte, weil die Ransomware auch darauf zugreift. Ja. Greift die Ransom-Software auf die Messlaufwerke? Bitte? Findet die Ransom-Software auf Messlaufwerke? Ja. 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 Das ist gefährlich, wenn nicht jeder Also die Frage war, ob Ransomware Netzlaufwerke findet. Und die klar ist ja. Es gibt auch Ransomware, die versuchen aktiv Netzlaufwerke zu mounten, damit sie auch da verschlüsseln. Das gibt's auch. Also wir sind schon schlau, die Schadensentwickler. Die versuchen alles, um ihre Daten zu verschlüsseln. Das heißt, die sind da nicht dumm. Also die wissen schon, was sie da machen, die Leute. Die meisten natürlich alle. Ja, dann, wie gesagt, backup all the things, because yes, you should do it. Vor allem, man soll auch Backups am besten irgendwo wegsperren, wenn es geht, offside, irgendwo außerhalb der Wohnung haben vielleicht zur Sicherheit, weil wenn du einen Mastschaden hast oder irgendwie einen Schaden in der Wohnung hast und die Fernseher in Mitleidung abgezogen sind, dann sind auch Daten weg, die in der Wohnung gestaut wurden. Oder es können auch geklaut werden in der Wohnung, dein Zeug. Das heißt, werde ich gleich dein Backup irgendwo noch extern lagern oder auf deinem irgendwo Server ablegst, der sicher ist. Ja, Backup unbedingt testen, weil ihr habt ein tolles Backup und dann geht es irgendwie nicht beim Restoren, das ist blöd. Es gibt ja gute Real-Life-Examples, kann ich gleich erzählen, weil im Worst Case funktioniert das Einspielen nicht und testen essentiell. Also es gibt ein tolles Real-Life-Erkenntnis davon. GitLab, kennt wahrscheinlich wer von euch. Das macht so, ist wie GitHub für Source-Code-Verwaltung. Und da hat ein Sys-Admin aus Versehen Datenbank 1 statt Datenbank 2, glaube ich, gelöscht, irgendwie so aus Versehen. Also hat irgendwie die falsche Zahl drin gehabt. Hat irgendwie eh schon kurz gemerkt gehabt, aber war schon zu spät nach 20 Sekunden. Sie hatten 5 Backup-Strategien, keine von denen hat funktioniert. Alle irgendwie nicht getestet, alle kaputt irgendwie und sie hatten irgendwie 6 Stunden Datenverlust gehabt in Summe. Sie hatten ein gutes Management gehabt vom Incident und haben mit den Leuten kommuniziert, das war gut gemacht. Aber die Daten sind trotzdem weg. Sie sind nicht wenig 6 Stunden Daten. Aber wie man sieht, es gibt auch große und bekannte Firmen, dass auch Backups fehlschlagen können. Sie haben daraus gelernt und haben ihre Backups getestet und sie kümmern sich jetzt darum besser. Aber es ist halt bitter, dass sowas passiert. Ja, ich habe was Softwareempfehlungen der Docker Group für Windows ausgerechnet gewesen, oder ich habe es für Windows ausgelegt. Es gibt ein paar so, sind alles so kostenlose Software-Sachen. Das Backup ist sogar in Java geschrieben, geht auch auf Linux auch. Ist relativ umfangreich zu konfigurieren und man kann auch Passwörter setzen für die Backup. Und kann man auch inkrementell machen. Also das ist ja auch eine Empfehlung, die man auch auf Linux nutzen kann. Das Windows interne Sicherungstool ist auch eigentlich ganz okay. Hat halt etwas eingeschränkte Funktionalität, aber es funktioniert. Man kann es relativ simpel verwenden. Weiters hilft auch ein aktueller Virenschutz. Es ist jetzt kein, ich habe jetzt den Virenschutz, bin total sicher, das ist es nicht. Aber es tut einige Sachen verhindern und dich vor allem Sachen schützen. Auch ganz wichtig ist ein aktuelles Betriebssystem plus Browser plus Programme, wie zum Beispiel auch PDF, Reader. Also halt eure Betriebssysteme sicher, weil ihr schützt euch davor, weil es werden immer wieder neue Sicherheitslücken gefunden, die werden dann gepatcht. Und wenn ihr immer die neueste Version habt, dann seid ihr auf guten Stand, da irgendwie nicht infiziert werden zu können, wenn da alte Exploits irgendwie versucht werden, ausgeführt zu werden, weil die werden mittlerweile automatisiert gemacht von den ganzen Leuten. Auch ganz wichtig ist der Hint hier. Weil für Windows ausgelegt, die Windows-Dateiführung einschalten. Ich weiß nicht, welcher Trottel sich das ausgedacht hat.
dass die Erweiterungen bei Bekanntheiten automatisch ausgeteilt werden bei Windows von Haus aus. Das heißt, wenn du hier ein tolles Teil hast, das sich Rechnung.pdf in Connect-Exe nennt, da steht nur Rechnung.pdf da und denkst du, oh cool, ein PDF macht man auf und dann ist aus. Also am besten einschalten, weil dann sieht man auch die wirklich konkrete Dateinung für den File. Das ist leider im Windows standardmäßig aktiviert und man sieht die File-Nennung nicht, die Originale. Ist etwas blöd. Auch ganz toll, Adobe Flash reaktiviert. Besser deinstalliert braucht man nicht als Frage. HTML5 und so weiter. YouTube hat HTML5 mittlerweile, also braucht kein Flash bei YouTube, es wird viel besser. Es ist wirklich, das Ding ist tot und bald werden die ganzen Browser nicht mehr haben intern. Also, ich glaube, Chrome ist bald der Variante, haut es raus aus dem Chrome und jetzt nicht mehr Flash haben in Chrome. Finde ich gut, weil es eine bessere Technologie, die ressourcensparender ist und nicht so sicherheitsbekannt finde. Dann auch ganz wichtig, E-Mail-Anhang misstrauen. Also E-Mail plus Anhang misstrauen. Weil E-Mails werden auch gerne Sachen verschickt namens Anhänge, die halt infiziert sind meistens. Oft kann man die auch schwer unterscheiden zwischen, ob die jetzt legitim sind oder nicht. Oft versuchen sie es wirklich zu machen mit wechselnden legitimen E-Mail, aber die sind doch nicht mit Schadsoftware versorgt. Und es kann auch sein, dass Leute, die du kennst, sich mit Schadsoftware einfangen und in den Hintergrund dann E-Mails verschicken ohne das Wissen der Person. Das heißt, es kann mal sein, dass eine Person dir dann eine E-Mail schickt, die du kennst, und denkst, oh okay, cool, der schickt mir ein cooles File, mach mal auf, kann infiziert sein und die Person weiß es gar nicht. Das heißt, im Notfall fragt der Leute nur nach, ob sie da was schicken wollten und vielleicht stellt dann raus, dass die Person irgendwie sich scharf eingefangen hat, was sie nicht gewusst hat. Das ist oft besser, als ihn aufgemacht von beide infizierten Systemen. Der nächste Tipp ist recht wichtig, aber auch mit Bedacht zu nutzen. Keine Administratorenrechte am System, mit beschränkten Userrechten arbeiten. Das schützt nicht vor Ransomware und allgemein vor Schadsoftware. Die Daten werden dennoch verschlüsselt und es täuscht eine falsche Sicherheit vor. Also, das ist im Endeffekt nur Schadensbegrenzung, weil wenn du eine Ransomware startest als normaler User, werden deine eigenen Dateien verschlüsselt, aber nicht die von anderen Usern. Das ist mal Schadensbegrenzung, aber es schützt nicht vor Ransomware und allgemein Schadsoftware-Sachen. Es ist nur eine Schadensbegrenzungssache. Einmal das und andererseits gibt es auch genauso auch Schadsoftware, die nicht mal nur UAC triggert. Ich habe doch was da, was nur einfach ausgeführt wird und nicht mal nur UAC-Meldung kommt. Ja, es gibt ja auch, wenn es um sicher welches ist, die rein mit Windows in der verfehlen, aber mit UAC komplett bypasst. Genau, also man nutzt die Windows API für die Befehle und kann man dann bypassen und so. Auch ganz toll, dieser kein unbekannten USB-Stick anstecken, kann böse enden. Wenn man den falschen erwischt, dann glüht er den PC, der hat diesen Killer-Stick gehört, der da ein bisschen Leistung rein tut an den Laptop, ist nicht so toll, macht ein bisschen. Aber ansonsten, ja, die Dinge können halt viele Schadsoftware drauf haben oder es ist doch Bad USB als Angriffsvektor. Also ich würde aufpassen, wenn ich so unbekannte USB-Sticks habe, halt, glaube ich, die man nicht anstecken will, vor allem auf einem Windows-System. Unter Linux kann man drüber reden, aber selbst da ist es Fische unter Windows würde ich nicht machen. Dann, wenn man aufwendige Dateien hat, die kann man online prüfen auf Windows-Dateien.com, ist sehr cool die Seite. Und dann gibt es auch keine privaten Daten hoch, weil ihr wisst nicht, was mir passiert. Die werden ja eigentlich analysiert, die ganzen Sachen. Am besten lasst einfach irgendwelche shady E-Mails-Anhänge hoch, die ihr nicht vertraut, das ist, kann man schon machen. Aber so private Daten würde ich mal hinterlassen. Dann, ich bin auf den Linux-Tagen hier. Man kann auch Linux nutzen. Also, ist schon mal ein guter Schutz gegen Schadsoftware, weil die meisten Schadsoftware-Entwickler auf Windows implementieren und programmieren, weil Windows-User so viele da auf der Welt sind. Leider. User-freundliche Systeme sind unter anderem Ubuntu, Linux Mint, ich glaube, was war das? Manjaro zum Beispiel, für die besonders erfreuten Leute, die etwas Challenge haben wollen. Also es gibt wirklich viele Distributionen, die etwas sehr userfreundlich sind, die man verwenden kann.
Ansonsten tobt euch auch unter Linux. Und der große Fall ist halt, dass es heißt nicht, dass es gar keine Schadsoftware für Linux gibt, aber es gibt halt kaum welche, weil User Group ist halt Windows, weil ja, so viele Leute da und riesen Userbase nutzt das, wenn ihr könnt. Ich sag, oft laufen die Computer viel besser unter Linux als unter Windows. Ich habe da Erfahrung. Kurze Frage, ist da Android jetzt auch ein Common, oder ist das die nächste Version? Android ist auch so ein eigenes Ding, ja. Kann auch eigene Formen höher machen, doch ein Scheiß, schade für Android. Ist jetzt nicht Ziel des Vortrags, aber ist auch so eine Sache mit, ja, muss man aufpassen, bei Android gibt es auch Schadsoftware und auch Ransomware-Sachen. Bitte? Die Schadsoftware, zumindest die meiste davon, die es für Linux gibt, sind die auf Serversystemen. Genau, also ich habe letztens von jemandem Ransomware gehört, die mir Linux-CMS-System angreift und das Web-Teil ist verschlüsselt. Und irgendwie so ein Linux-System angegriffen hat. Also es existiert auch für Webserver, weil auch Linux basis. Und auch Linux ist echt praktisch, weil Updates nicht so lange dauert. Ich habe meine Firewall eingerichtet vorgestern. Hat alles lange gedauert, so 3 Stunden für 206 Updates. Geht schneller in Linux. Auch das ist ganz wichtig für den nächsten Slide. Nutzt euer Brain-X. Weil das Ding ist halt, ihr seid die Leute, die das E-Mail aufmachen, ja? Und ihr seid die drauf klicken und ihr seid die den Computer besteuern, nicht den Computer sich selber. Also ein bisschen nachdenken und denken und so, ja, soll ich das Ding öffnen? Ist auch ein lustiges Ding, von meiner Freundin, Papa ist auch so in IT und er meinte, ja, er hat mal irgendwo gearbeitet und da waren so 2 Leute im Büro und sagt so einen Computer und der eine so, Details shady, will ich die auch machen? Und der andere so, naja, gut, okay, dann machen wir auch mal. So, ah, ich weiß nicht, ja, dann machen wir mal. Okay, scheiße, Ransomware. dann machen wir Backups, Leute. Echt toll, vor allem, ich schließe wegen anderer Dinge als Ransomware, also gegen Datenverlust, gegen Festplattencrash, gegen Diebstahl, gegen Wartungshammer und so Sachen. Nutzt das. Eine kleine Zusammenfassung, wenn ihr infiziert seid, was ich nicht hoffe, aber ja, einmal Rechner abschalten. Abschalten meint hier wirklich Stecker ziehen, hart ausschalten. Ein Live-System booten, am besten ein Linux-Ding, kein Windows-Live-System bitte. Damit kann man dann die Daten noch retten, man kann den Ransomware-Typ erkennen, gibt es einige Methoden. Alle Fälle, die noch nicht verschlüsselte Daten kann man noch retten, die noch nicht verschlüsselt wurden. Das System, ich sage immer, wenn das System infiziert wurde, will ich es komplett neu aufsetzen, weil ich habe kein Vertrauen in mein gesäubertes System von meinem Antivirus-Scanner, weil wir irgendwas immer versteckt haben. Deswegen setze ich alle meine Systeme neu auf, falls da irgendwas je passieren wird. Und ja, ein Backup einspielen. Oh, have you no Backup? Ja, Glück gelaufen, weil ich noch ein paar Sachen gemacht habe. Aber grundsätzlich ist Backup wirklich toll. Ich habe noch eine Viertelstunde, werde ich nutzen für Demo-Time. Ich habe etwas vorbereitet. Kann ja nicht schief gehen. Ich habe hier meine tolle VM, die ich euch eingelegt habe, mit 206 Updates, von super ist jetzt secure, sicher, die Malware-Bot nenne. Im Clean State, also die ist okay. Ich habe hier zur Auswahl, ich habe hier so ein bisschen ein kaputtes Wallpaper-Pack, das muss man mal runterladen, ist alle kaputt, ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich von meinen alten Versuchen, das Ding zu verschlüsseln. Ich habe so ein Vespa Music Pack da, ich habe 50 Office-Vorlagen, gibt es ein interessantes Ding. Weil ich zeige jetzt mal diese tolle Funktion von Windows, man schaltet die Dinge ein. Da, das schaut man einblenden. Ja. Und das ist ein tolles Ding, man sieht diese tollen Dinge und es gibt dieses File hier: Camping-Ausdruck.xlt. Und es gibt eine Ransomware, die ist case-sensitive.
die verschlüsseln alles bis auf das Ding da oben, weil es ist Punkt XLT groß, überspringt sie einfach. Das wäre so super experimentiert. Thank you.
wieder neu mit einer Überraschung. So. Surprise. Hallo? Recipe Keys. Okay, no. Ja, okay. Und ja, jetzt muss da in dieses Tornetzwerk rein. Und dieses Onion Services. Und da ist mein Personal Decryption Code. Und da kann ich da eintippen und alles entschlüsselt. Ich denke so, scheiße, ich muss das Ding mal starten. Ja, ich mach mal ein Reset. Und denke so, oh, jetzt geht mein Windows sicher. Nö, geht doch mal. Also das Ding tut da echt dann den Master Recorder ändern und immer wieder das Ding einrichten. Ich hab dieses tolle Ding mit Clean State Restore. Das ist toll, hat man normalerweise nicht bei Windows. wir starten es nochmal. Ich zeige schnell noch eine obscure Ransomware. Die gibt es auch. Das ist etwas traurig, ehrlich gesagt, diese Ransomware. Weil da eine Person verwendet wird, die sehr scheiße ist. Aber ich würde euch gerne zeigen, wie obskur leider Dinge sind und was da vor den Leuten so. So. Achso, ich muss einen Shared Folder machen. Ich mache nur Read-Only. Ich könnte, ja, aber. Achso, nur Slash. So, den nehme ich Read-Only, Auto-Mount. Okay. So, der ist nur Read-Only. Und jetzt. Ah, wo ist die hier? Ist das? Wie der Name schon sagt, das ist sehr traurig. Ja. Schaut wie ein Installer aus, wegen ein tolles Tool wahrscheinlich. Starten wir mal. Also, die Person hier machen. Das Ding ist, der will keine Bitcoins haben, der will Vodafone Guthabenkarten für Telefon haben. 25 Euro, ist gar nicht anonym oder so. Und er löscht eben den Explorer-Exe, also der ist dann weg leider. So ein Kacktail. Also ich kann nicht mehr den Taskmatch aufrufen, der ist weg. Aber ich sage noch eine, die ist ganz toll. Die Jigsaw. Die ist sehr amüsant, weil man sieht so, wie schlecht das implementiert ist, das randomes Zeug. Das ist Jigsaw. So, fühle ich aus. Da kommt keine URC, das kommt einfach mit Ausführen. Und er will eine Dropbox.exe ausführen. Interessant, ich habe die Dropbox ab, okay, aber ja, machen wir mal. Und so sieht ihr hier so, ja, ausführen. Dann kommt mal so ein Ding mit Thank you, du hast gewonnen. Und also X-Symbol, interessant. Und wir sollen da irgendwas E-Mailen in den Code hier, aber wo ist eine E-Mail-Adresse? Aber gut, ich mache mal okay. Und das Interessante ist, es ist echt schlecht gemacht, weil da steht Dropbox.exe und ihr beschreibt schon Firefox. Ich weiß nicht, was, wieso das so ist, aber das ist ein Fehler im System. Ich hoffe, da geht etwas schneller, weil das ist auch ganz interessant, was ihr alles so macht. So, die geht auch dahin und fängt dann gleich an, dieses tolle Zeug zu kriegen. Und sie macht Punkt Fuck-Files, glaube ich. Sie machen an total sehr interessante Dateien, die Ransomware-Sachen. Es gibt auch eine Ransomware, die geht her und ändert den Desktop hintergrund in so eine schöne Wiese und so weiter. Und schreibt dann so, schick uns eine E-Mail für Textbot, eine E-Mail ist eine AOL-Adresse, AOL.com, eine E-Mail-Adresse. Und unten in der Ecke steht so, alle Beträge werden für den Umweltschutz eingesetzt. Kann man schon machen, zahlen wohl Leute eher, wenn das für den Umweltschutz eingesetzt wird. So, das fängt schon an. Also machen wir .fun-Dateien, sorry, .fun. Aber ist auch okay. Aber es gibt auch .fuck mal, weil es auch. Die machen .fuck-Dateien. Aber das ist .fun. Hat wohl sehr viel Spaß. Und das ist die, wo die Office-Vorlagen, die funktioniert noch. Die kennen wir noch nicht. XLT, wie groß XLT? Ja, die geht noch. Die kann noch öffnen. Der Beweis? Ja. Achso, schade. Fuck. Die müssen aber gehen. Ja, gut, die sind. Aber die müsste gehen. Vielleicht hat das nur eine Runde an. Ja.
die müsste eigentlich gehen, die wurde nicht verändert. Weil die ist. Die wurde nicht verändert, halt. Die allgemeine Veränderung nicht. Die kann auch von Anfang an gut gewesen sein. Aber das Autofall geht auch noch, schauen wir mal. Ach, verdammt. Ach, der Busch. Jetzt macht man hinter, ich muss da fertig werden, der Brandon. Ja. Das sollte sich ausgehen, hoffentlich. Also, schauen wir mal, ob sie das tun kann. Ja, sie hat Leistung, es geht. Sie macht ihren Job, ja. Weil die ist einerseits ganz wichtig, weil die macht einen Countdown mit Erpressungsmeldung. Man hat irgendwie 24 Stunden Zeit, bis ein Fall gelöscht wird. Und nach 22 Stunden wird alles gelöscht und irgendwie sowas. Und sie hat auch einen Service. Sie hat eine Anzeige mit, welches Files verschlüsselt wurden. Das heißt, du weißt auch, was habe ich wieder Backup? Oder was habe ich vom Backup ausgeholt? Hat eine File-Liste mit verschlüsselten Files. Und sie zeigt auch an, ob das Ding schon gelöscht wurde. Das ist schon ein Service. Ob du siehst, dass falsch gelöscht wurde von der Ransomware. Ja. Du weißt schon, ob die Mastermind noch da ist oder nicht. Und du musst eigentlich gleich aufklappen. Hoffentlich. Ja, der kommt auf. Hallo, Jigsaw. Der kennt ihr von Saw, diesen tollen Horrorfilm. Nicht für unter 18-Jährige. Das ist die Figur aus dem. Und ja, ich habe auch ein bisschen länger zum Schreiben, ja, also, es gibt auch Ransomware, die sind so professionell, die haben, weil Bitcoin ist so eine neue Cryptocurrency und alle Leute kennen sich mit aus und die haben Support-Chat für die Leute. Fun Fact, Ransomware McGlade zum Banner K-Studio in Amerika ist Ransomware erwischt worden und die hatten so einen Support. Und die haben gefühlt, oh Gott, ja, das sind nur so ein kleiner Laden, wir haben nicht $400 für Ransomware. Und ich dachte, ja, okay, $250. Ja. Danke für den Hint, ja. Also, es gibt auch professionelle Support-Chat. Ja, das ist auch gut, also perfekt. Kann man kombinieren. So, nehmen wir an, so, oh Gott, ich will mein System ausschalten, ich habe Angst. Hilfe! Ich will das neu starten, dann kommt der hier. Ist irgendwie nicht gleich mal ab, ist gefährlich. Aber ist halt so eine Sache mit, wer willst du nicht ausschalten? Weil das Ding ist, wenn das Ding ausschaltet und neu schafft zum Beispiel, dann werden einige Files gelöscht bei Ransomware. Und das Lustige ist auch, das Ding ist dann als Firefox und Excel im Startup und dann passt auch die Beschreibung. Sie wird ihm umbenannt, das Dropbox und Excel, Firefox und Excel und dann, wenn du neu startest, passt das Firefox und Excel und ist dann legitim. So, als letztes Ding, 60 Minuten Zeit mit einem File gelöscht und hier die tolle Liste hier. Und so ist das gelöscht worden, nein. Okay, also ist schon fertig. danke fürs Zuhören. Da ist noch eine Quelle für Ransomware-Themen.